Endlich gehört WhatsApp mir! YTITTY! Dinge, die wir bei WhatsApp hassen. Besoffene Gruppenchats. Yo, pass auf, ich, du hast mir gerade geschrieben, dass, Moment, da kommt mein Auto, scheiße, Moment, wo war ich? Ach so, ja, wegen dem Bier. Ich wollte eigentlich nur sagen, okay. Oh, unnötige Sprachnachrichten. Du Schatz, warum hast du mir eigentlich gestern nicht mehr auf WhatsApp geantwortet? Ah ja, sorry, du, da habe ich schon gepennt. Nee, hast du nicht. Du warst online um 23:35 Uhr. Ah ja, da bin ich nochmal kurz aufs Klo. Nee, bist du nicht. Du warst online um 0:07 Uhr. Nochmal Klo? Nee, dann um 3:00 Uhr, dann um 4:07 Uhr und dann um 6:04 Uhr. Okay, ich bring nachts böse Menschen um. Bist du jetzt zufrieden? Stalker! Und damit ist es bewiesen, unsere These stimmt. Das heißt, wenn wir weiterhin so arbeiten, werden wir diese Umsätze auch generieren. Wir müssen ganz einfach hier ranpacken. Sind wir hier im Kindergarten oder was? Entschuldigung, da war was ganz... Ja, glaube ich auch. Ja. War so. Richtig. Sagen, es ist wichtig, aber ist es nicht wichtig, Spam? Du Schatz, wenn du die Nachricht, die ich dir gerade gesendet habe, nicht in 7 Stunden an 7 Personen weiterleitest, dann wirst du sterben. Kettenmail-Ernstnehmer! Mann, Schatz, komm endlich online, komm endlich online, komm online! Er ist online. Ah! Er schreibt nicht zurück! Er ist offline. Er liebt mich nicht mehr. Eine Nachricht. Von meiner Mutter. Statusspione. Und damit ist es bewiesen, wir müssen weitermachen wie bisher. Dann werden wir auch die Ziele erreichen, die wir uns vorgenommen haben. Und da bitte ich Sie und auch insbesondere Sie. Yo, Digga, wenn du deinen Scheißchef eh nicht leiden kannst, dann kündig doch in den Drecksladen. Tschüssi. Raus! Fail. Du Schatz, ich hab von aus Versehen deine Bilder durchgeschaut. Ich hab da so eine dicke Frau im Katzentanger gesehen. Ach so, ja, wir haben da so eine Gruppe und da posten dann immer alle dann irgendwie so... Halt dein Maul, du perverses Schwein! Seltsame WhatsApp-Bilder, die in deiner Fotolibrary landen und dadurch zu peinlichen Momenten führen. Die Fixer. Vergessene Gruppenmitglieder. Krass, Mann. Da hat gerade jemand ein Bild von seinem Schwanz in die Abschlussklassengruppe gepostet. Ich habe gerade meiner Freundin ein Bild von meinem Penis geschickt. Fail! Yo, wir haben mal wieder ein neues Format ausprobiert, deswegen gebt doch bitte einen Daumen nach oben, wenn's euch denn gefällt und regt euch sonst noch etwas auf dieser Welt. Schreibt's in die Kommentare, vielleicht machen wir einen Sketch dazu. Bis zum nächsten Freititty-Tag, da kaufe ich dann YTITTY!